Wir haben uns für eine Partie Jaipur hingesetzt. Wir hier, das sind mein Sohn Matze und ich. Und wollen hier neben dem Spiel erklären, wie das eigentlich funktioniert. Aufgebaut haben wir es bereits für zwei Spieler. Ist es ja auch nur ein Zwei-Spieler-Spiel. Das heißt, es liegt alles so, wie es soll. Und fangen wir an. Ich erkläre ganz kurz nochmal, was hier eigentlich liegt. Der Nachziehstapel, wo sich Warenkarten und Kamelkarten drin befinden. Hier liegen bereits welche am Anfang des Spiels aus. Drei Kamelkarten werden immer ausgelegt. Und dann werden noch zwei vom Nachziehstapel ausgelegt, wo auch zufällig eine Kamelkarte dabei war und eine Diamantenkarte. Bei diesem Spiel geht es darum, der beste Händler zu sein oder zu werden. Und dazu kauft und verkauft man, nein, man sammelt Waren und verkauft sie dann auf dem Markt. Sammelt beim Verkauf diese Chips ein, die unterschiedliche Werte zeigen. Und wer am meisten nachher bei am Ende des Spiels oder einer Spielrunde am meisten Punkte zusammen addiert bekommt, der hat im Grunde diese Runde gewonnen und bekommt eins von diesen drei Exzellenzsiegeln. Nach zwei Runden, wer dann schon zwei hat, der hat ganz gewonnen. Und wenn da noch unentschieden, wenn es da noch unentschieden steht, dann muss noch eine dritte Runde gespielt werden und geguckt werden, okay, wer hat denn nun wirklich ganz gewonnen. So, die Karten, die wir auf die Hand bekommen, sind fünf. Und da gibt es verschiedene. Es gibt wertvolle Waren, das sind die Diamanten, Gold und Silber. Und wenn man die hat, dann ist man schon mal fein raus. Und dann gibt es noch Tuch, Gewürze und Leder. Und diese Karten versucht man, wenn man sie bekommen hat, zu verkaufen, um dann, wie gesagt, diese Chips zu bekommen. So, wie läuft das jetzt ab? Ich beginne mal, auch wenn mein Gegenüber der Jüngere ist. Ich fange einfach mal an, damit man jetzt schon mal erkennen kann, was überhaupt los ist. Wir haben keine Kamelkarten vor uns liegen. Dass, wenn man bei den anfänglichen fünf Karten Kamelkarten dabei hat, legt man sie als Kamelkarten auch vor sich hin. Nicht unbedingt so, dass der andere sehen kann, wie viele das sind, aber gut sichtbar, dass da Kamelkarten sind. Und die haben nämlich einen besonderen Einsatzzweck. Das werden wir gleich beim Spiel erklären. So, das ist meine Hand. Was kann ich damit anfangen? Ich habe jetzt drei Möglichkeiten. Jeder Spieler hat immer drei Möglichkeiten in einem Spielzug. Und zwar eine Karte nehmen, genau eine meine ich damit. Die nimmt er dann auf die Hand, zum Beispiel diese hier. Und ersetzt sie dann durch eine Karte vom Nachziehstapel. Das ist die eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit wäre, alle Kamelkarten, die ausliegen, zu nehmen. Und ich darf dann nicht nur wirklich dieses, weil das hübscheste Kamel ist, sondern ich muss alle Kamele nehmen. Und die werden dann auch nachgefüllt vom Nachziehstapel. Oder ich kann mehrere Warenkarten nehmen, Warenkarten wohlgemerkt, von denen jetzt gerade nur eine da ist, und muss die dann aber mit Karten aus meiner Hand tauschen. Das heißt, nehme ich zwei, angenommen, das ist eine Warenkarte, nehme ich die beiden, muss ich zwei wieder abgeben und darf nicht, das fällt mir auch noch gerade dabei auf, diese Karte dürfte ich zum Beispiel nicht nehmen, weil sie dann, weil ich nichts tauschen darf, also nichts Gleiches tauschen darf. So, also die einzigen zwei Möglichkeiten, die sich mir jetzt so richtig bieten, ist entweder alle Kamele zu nehmen oder diese Diamanten. Da die sehr wertvoll sind, schnappe ich mir die, nehme die auf die Hand und sortiere die bei mir ein. Dann wird vom Nachziehstapel neu aufgedeckt, was für meinen Gegenüber jetzt die Möglichkeiten sehr viel überschaubarer macht, denn Mats hat jetzt nur die Möglichkeit, alle Kamelkarten zu nehmen. Das macht er. Und das ist auch gar nicht so schlimm, wie es aussieht oder klingt, denn diese Kamelkarten können wie eine Art Joker gleich eingesetzt werden. Das wird bestimmt gleich noch deutlich. So, nachdem Matze die alle genommen hat, werden fünf Karten aufgedeckt, sodass immer fünf auch wirklich in der Mitte liegen auf dem Markt. So, und das ist jetzt das, womit ich wiederum zu kämpfen habe, beziehungsweise was für Möglichkeiten ich jetzt habe. Ich muss ja nicht nehmen, ne? Ich muss nicht Karten, eine oder mehrere Karten nehmen, ich kann auch welche verkaufen. Das ist die Option Nummer zwei, die ich habe. Das heißt, ich kann gucken, habe ich schon welche, die ich verkaufen möchte. Bei den wertvollen Waren ist es so, dass man mindestens zwei abgeben muss. Ne? Jede andere Ware von den billigen Waren kann man auch einzeln abgeben. So,
Deswegen überlege ich jetzt gerade, warum sollte ich jetzt vielleicht nicht diese eine Karte abgeben, obwohl sie mir doch gleich 4 Punkte bringen würde? Einfach deswegen, weil je mehr man von einer Sorte auf einmal verkauft, desto mehr Chips kriegt man und die nehmen, wie man sehen kann, im Wert ab. 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Und das gilt fast für alle anderen Waren auch. Aber diese Bonus-Chips hier, die bekomme ich nur, wenn ich mindestens 3, mindestens 4 oder mindestens 5 von einer Sorte auf einmal verkaufe. Und die sind sehr viele Punkte wert, deswegen ist man da immer in einer Zwickmühle. Verkaufe ich jetzt schon oder warte ich noch, bis ich noch eine dazu kriege? So, also was mache ich jetzt? Nehme ich mir Karten oder verkaufe ich sie? Ich nehme mir diese eine Karte und fülle mit dieser nach. Hat natürlich den Nachteil, dass Matze jetzt vielleicht eine viel tollere Karte noch aufgedeckt bekommt. Ich hätte einfach auch verkaufen können, dann hätte Matze das liegen gehabt, was da eben auslag. Gut, jetzt muss ich außerdem, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Matze, 7 Karten habe ich momentan, mehr darf ich nicht haben. Das heißt, in der nächsten Runde, und das kann Matze sogar sehen, weil er vielleicht zählen kann, wie viele Karten ich habe, da weiß er, dass ich keine Karten nehmen kann. Er kann also ganz wertvolle Sachen da liegen lassen, ne? Denn ich darf sie nicht nehmen. Ich muss erst verkaufen und dann eine Runde später, dann bin ich wieder dran und habe die Möglichkeit, Karten zu nehmen. So, Matze, was ist dein Plan? Ich glaube, ich ich nehme mir 1, 2. Nimmst also mehrere Karten, nicht genau eine. Und die müsstest du jetzt ersetzen durch Handkarten oder Kamelkarten. Und die Karten ersetze ich. Du kannst auch eine Mischung machen aus Handkarten und Kamelkarten, das geht auch. Ne? Du musst jetzt. Aber ich nehme. Die kommt weg, okay. Einmal Leder. Ich schiebe das mal hier zu einem anderen Leder rüber. Und die Gewürze dahin. Nochmal Leder, meine Herren. Herrlich. Jetzt zähl doch nochmal nach, wie viele Karten du auf der Hand hast, wenn das. Mehr als 7 dürfen es nämlich nicht sein. 5 ist wunderbar. Gut, damit ist dein Zug beendet und ich bin dran. Ich, wie gesagt, darf keine Karte nehmen. Ich habe nämlich schon 7 auf der Hand und deswegen werde ich jetzt verkaufen. Und zwar diese 3 Karten. 3-mal Silber verkaufe ich auf dem Markt und bekomme, das ist, ich überlege gerade, wo wir den Ablagestapel machen, am besten hier in der Nähe sind. Und bekomme deswegen erstens 1, 2, 3-mal Silberchip. Und weil ich jetzt, wie gesagt, mindestens 3 Waren desselben Typs auf einmal verkauft habe, bekomme ich außerdem noch einen Bonuschip. Die haben wir vorher gemischt und aufgestapelt hier. Und wenn man mal gucken mag, das ist das, was mir das an Punkte bringt. So, das kommt jetzt alles auf einen Haufen. Für den Gegner ist der Haufen natürlich sichtbar, aber der weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Punkte hat mein Gegner schon gesammelt. So, Mats ist dran. Ich glaube, ich kaufe wieder und ich nehme mir diese 2. Die 2 Gewürze. Gewürze und tausche gegen 2 Kamele. Sehr schön, Zug beendet. So, jetzt müsstest du 7 Karten auf der Hand haben, das heißt in der nächsten Runde kannst du keine Karten nehmen. So, für mich wieder die Möglichkeit, mehrere Karten zu nehmen und auszutauschen oder genau eine Karte zu nehmen und sie nachzufüllen. Das mache ich. Ich nehme mir die Lederkarte und fülle nach vom Nachziehstapel. Oh, lecker. Ich verkaufe. Matze, wenn du zwischendurch deine Karten in die Kamera halten willst, dann können unsere Zuschauer auch mitdenken. Ne? Ich verkaufe diese 3 Gold. Halt, von der anderen Seite nimmst du, denn da ist der Wert 6. Immer vom oberen Ende nimmt man 1, 2 und 3. Genau, hast du 2x 6 und 1x 5 Punkte jetzt bekommen. Und darfst du auch einen 3er Bonus-Chip nehmen. Genau. Gut. Dein Zug ist beendet. Warte. So, das zeigt man dem Gegner nicht. Ich habe es jetzt auch gar nicht gesehen und werde mich um meinen Zug kümmern. So, das leckere Gold in der Mitte schnappe ich mir sofort. Auch wenn andere Karten vielleicht besser zu meinen Handkarten gepasst hätten, ne, um mehrere von einer Sorte gleichzeitig zu haben. Oh nein, hätte ich das geahnt. Das ist das Dilemma, in dem man immer wieder steckt in diesem Spiel.
ne, alles, was ich wegnehme und ersetze vom Karten, vom Nachziehstapel, kann für den Gegner dann gut sein. Und ne, deswegen versucht man eigentlich auch, naja, man versucht besser zu sein als der Gegner. Und das macht man gar nicht so einfach. So, Matze, du bist dran. Ich denke, die. Ja, wer hätte das gedacht? Bleibt es bei den Diamanten oder kommt noch mehr? Nee, ich nehme Diamanten. Mhm. Sehr schön, das sind meine Schnapp. So, Diamanten gegen Tücher. Haha. So, ich habe wieder 7 Karten auf der Hand und bin beim nächsten Zug mit Verkaufen beschäftigt. Matze hat jetzt wieder die Auswahl, 2 Leder, einmal Tuch oder beide Kamelkarten zu nehmen. Ich kann auch verkaufen. Oder zu verkaufen, Entschuldigung, richtig. Dann verkaufe ich diese 2 Diamanten. Ich helfe dir mal kurz und gebe dir die beiden 7er Diamantenchips, die du mir vor der Nase weggeschnappt hast. Dann mache ich jetzt mal das Gleiche, verkaufe aber 3 davon. Zack, kriege die letzten 3 Chips, die... Upsi, die bei mir hier auf den Stapel kommen und... Ja. Ne, Diamanten laut Anleitung. Ja, Diamanten. Aber wer soll da schon... Das kann jeder Spieler wohl handhaben, wie er möchte. So, ich hatte 3 Karten verkauft, du bist dran. Ja, es ist ein schnelles Spiel. Ich verkaufe, glaube ich, 2 Gewürze. Mhm. Dann kriege ich 2. Mhm. Okay. So, und ich nehme mir folgende beiden Karten. Das heißt, ich muss 2 aus meiner... Ach so, Moment, ich müsste dann 2 aus meiner Hand. Das will ich nicht. Ich nehme nur ein Leder und das fülle ich dann auf mit dieser Karte. Gut, du bist. Ich werde Matze überlegen, was er macht. Wenn 3 Warenstapel, und einer ist bereits leer sind, das heißt, wenn alle Chips von 3 Warenstapeln leer sind, endet die Runde und wir zählen unsere Chips. Oder wenn der Nachziehstapel erschöpft ist und nicht mehr der Markt auf 5 Karten aufgefüllt werden kann. Muss man also im Auge behalten. Wann ist das Spielende oder das Rundenende? Und das kann man auch geschickt einsetzen, wenn man weiß, man hat einen sehr viel höheren Stapel als der Gegner. Ist es vielleicht ein guter Moment, um selbst nur eine Karte zu verkaufen, um einen Stapel leer zu kriegen? Hier müssen es 2 sein natürlich. Ja, um das Ende zu erzwingen. Matze, was machen wir denn? Bin ich jetzt dran, Meister? Du bist immer noch dran, ja. Ich glaube... 2. Es liegt eine wertvolle Goldkarte aus. Ich glaube, die nehme ich. Das würde ich dir raten. Gut, eine einzelne wird immer vom Nachziehstapel ersetzt. Ein Leder. So, also ich habe natürlich jetzt auch die Wahl, die und die abzulegen, um 2 vom Tisch zu nehmen. Aber die hier will ich Matze nicht unbedingt zum Fraß vorwerfen. Das heißt, ich mache Folgendes. Genau wie in der letzten Runde nehme ich mir ein Leder und fülle nach. Wieder Leder. Gut, Matze. Ich hole mir, glaube ich, ein Tuch. Ich erlaube mir für dich nachzufüllen. Oh, lecker, Silber. Das müsste ich ja eigentlich mitnehmen. Aber stattdessen, so irre das klingt, nehme ich mir das Leder. Genau, und... nach. Nein! Warum ist das böse für mich? Weil doch Matze noch seine 3 Kamele hat. Ne? Und er kann sich diese 2 Karten einfach auf die Hand nehmen, zumal er noch nicht 7 Karten auf der Hand hat und durch diese 2 auch nicht mehr als 7 bekommt und kann locker 2 Kamele dafür hinschmeißen. Ich glaube, das macht. Tja, wer hätte das gedacht? Ihr Hund wartet. Warte. Schiebst du dann noch 2 Kamele hoch? Ja. Oder nimmst du andere Handkarten, um sie im Tausch anzubieten? Nein, gut. Gut, ich habe jetzt folgende Karten hier.
Und da bietet es sich an, die jetzt zu verkaufen und nicht noch eine Runde zu warten und noch einen Lehner dazu zu packen. Denn ich sehe, die Bonuschips reichen nur bis 5. Ne? Also macht es keinen Sinn, 6 von einer Sorte zu verkaufen. Deswegen verkaufe ich jetzt 5-mal Leder und bekomme dafür was? Den 2, 3, 4, 5. Stapel ich hier mir gierig auf meinen Teller. Und dann noch den hier. Lecker. Das hat sich gelohnt. Und schon ist Matze wieder da. Ja, ich verkaufe. Lass mich raten, Silber. 3 Silber. 3! Wo kommen denn die alle her? Und wieso haben wir nur noch 2 Chips hier? Müssen wir da nicht so viele Chips haben, wie wir Karten haben? Nee, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ja, auf jeden Fall ist jetzt der zweite Warenstapel bereits leer. Und wer jetzt noch 2 Gold zum Beispiel verkauft und diese Chips einen sackt, beendet damit die Runde. So, du hast ich verkauft. Zeig dir die und dann bin ich dran. Ich kann zwar diese Karte einzeln verkaufen, die kann ich nicht einzeln verkaufen, das wäre sonst schön, da fehlt mir also noch die zweite zu. Dann dürfte ich mir die kaufen, schnappen. Was mache ich jetzt? Nehme ich mir alle Kamele, das hat den Vorteil erstmal für mich, dass ich dann viele Karten zum Tauschen habe, nämlich 4 Kamele. Aber das hat den großen, großen Nachteil, dass Matze dann derjenige ist, der mit 4 frischen, aufgedeckten Karten seinen Zug planen darf. Und da könnte ja, wer weiß was, Leckeres dabei sein. Und ich bin dann gekniffen. Tja, aber das Leder will ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Ich gehe das Risiko mal ein und nehme mir alle Kamele. So, die kommen jetzt auf meine Kamelkoppel. Und da kommen jetzt nur Kamele. Nee, ich hoffe nur Leder. Ja, Gewürze geht. Gewürze geht immer noch. Tuch ist auch in Ordnung. Spannung. Ja, das war jetzt das Risiko wert, würde ich sagen. Da habe ich Matze jetzt nicht die besten Perlen hingeschmissen. Du bist dran. Ich, also vielleicht ist es ein bisschen komisch, wenn man das jetzt so sieht, aber ich nehme ja diese Teppiche gegen diese 2. Das sieht wirklich komisch aus. Das sieht komisch aus, aber das zeige ich was, nur damit ich das gleich Punkte bekomme. Gut, dein Zug ist beendet, du hast getauscht, mehrere Karten und ausgetauscht durch die Handkarten und Kamele. Das eröffnet mir endlich die Möglichkeit, als hätte Matze das geahnt, dass wir eine schnelle Runde spielen wollen, schnappe ich mir das Gold und decke ein weiteres Kamel auf. Was für Matze sicherlich nicht denselben Wert hat wie dann zum Beispiel Tücher. Bin ich jetzt wieder dran? Richtig. Verkauf 3. 3 Tücher, 3 Tuchballen, Stoffballen, wie auch immer. Hol mir wieder ein 3er. Der Bonuschip ist der erste, den du dir schnappst, verstehe ich. Die bringen oft auch viele Punkte. Meistens hier, also die meisten Punkte kriegt man natürlich bei den 5ern. Hm. So, vergiss nicht, die Tücherchips noch zu nehmen. Sind auch nicht wenig Punkte. Klar. Insgesamt 11, 5, 3 und 3. Oh. Was denn? 3 Stück, ne? Genau. Die hast du jetzt auf jeden Fall noch eingesackt. Und wenn wir unsere Stapel vergleichen würden, dann würden wir, zumindest was die Höhe angeht, auf einen ziemlich gleichen Wert kommen. Ziemlich ähnlichen, wollte ich sagen. Ich verkaufe jetzt dieses 2-mal Gold. Zack. Kriegt diese beiden Chips und damit ist die Runde beendet. Das heißt, 3 Warenstapel sind leer und die Runde endet. Jetzt vergleichen wir nicht wirklich die Höhe der Stapel, auch wenn die ziemlich, ja, ich glaube, ich habe einen Chip mehr. Aber wie gesagt, das ist nicht das Problem. Ich mache jetzt mal meine Zählung hier vor. Oh, shit. Die Kamelkarten, ach so, bekomme ich auch noch. Sehr schön. Gut, Matze, dass du dran denkst. Wir fluchen natürlich nicht so gerne. 4-mal Kamel heißt, ich habe mehr Kamele als Matze und dadurch kriege ich den Kamelbonus noch oben drauf. Sind auch nochmal 5 Punkte. So, ich mache das mal leicht nachvollziehbar hier. Matze, lass mich ruhig erstmal in Ruhe vorzählen hier und dann kannst du deinen Wert vergleichen. So, da haben wir einen 10er. Ich versuche das mal in 10er Häufchen zu sortieren. Dann ist es relativ leicht nachzuvollziehen, wie viel ich hier habe. Und zwar
10, 20, 30, 40, 50, 60, 64, 65, 66, 67, 69 Punkte für mich. Jetzt ist Matze dran. Ich zähle die mal so. Hier ist es sichtbar, Matze. Wenn du das hier hinlegst, dann kann man das sehen. 9. 19. 26. 26. Wir können noch zusammenzählen. Und 2 sind 28. Nee, 26 und 2 sind 28. Leg die Chips mal hier der Reihe nach hin und wir zählen das zusammen. Hier hin am besten. Ja. So, 33. 38. Nee, 36. 36. 39. Mhm. 44. Mhm. Sehr gut. 51. Wo waren wir eben? Waren wir nicht bei 44? Zuletzt? 49. Mhm. 55. Und? Leg doch mal hin, dann kann ich schon mitdenken. 61. 68. Oh! Weißt du, was das bedeutet? Ich habe dich um einen Punkt geschlagen. Ich hatte 69, du 68. Fantastisch. Ich darf mir also das erste Exzellenzsiegel nehmen und habe damit die erste Runde gewonnen. Dann würde jetzt alles wieder auf Null gesetzt werden. Das heißt, die Chips alle wieder hinsortiert werden. Upsi. Und wieder 5 Karten in die Auslage gelegt. Jeder bekommt, also 3 Kamelkarten wieder hin. 2 vom Nachziehstapel aufgelegt. Und jeder bekommt 5 Handkarten. Ja. Das war eine Beispielrunde und auf diesem Muster würde das jetzt weitergehen. Und mein Vater hat